Mittlerweile ist man es gewohnt, dass an erster Stelle der Aufstellung des FC Bayern München Nummer 26 steht. Sven Ulreich ist aufgrund des langen Ausfalls von Manuel Neuer bei den Münchnern zur vorübergehenden Stammkraft avanciert. Sven Ulreich hat super gehalten und sich einen enormen Stellenwert hier erarbeitet, attestiert auch Jupp Heynckes. Heynckes will Neuer zum Viertelfinale zurück. Nichtsdestotrotz beantwortete der FCB-Erfolgstrainer Frage, ob ein Triumph in der Königsklasse von seiner waschechten 1 abhänge, ziemlich deutlich. Eine schnelle Genesung wünsche Heynckes seinem Schützling außerdem, damit Selpiger mit nach Russland zur WM fahren kann. Es wäre wünschenswert, dass er gesund wird und Anfang April spielen kann. Nach dem 5:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas ist der Viertelfinale der Champions League nur noch Formsache für Bayern, und Hinspiele finden dort am 3., 4. April statt. In der Vorsaison war Bayern in eben sehr Runde an Real Madrid gescheitert, 1:2, 2:4 NV, heißt aber auch, will Neuer am 3. April wieder im Tor stehen, muss er bald schon ins Mannschaftstraining einsteigen. Bisher trainiert der 31-Jährige aber nur individuell. Im Februar durfte er seine Reha-Maßnahmen sogar für ein paar Tage nach Thailand verlagern. Sein letztes Pflichtspiel hat Neuer indes am 16. September 2017 bestritten, macht jetzt schon ein halbes Jahr Ausfallzeit. Hohen Ausfall schmerzt Heynckes, auf einen seiner Erfolgsgaranten muss der FC Bayern München definitiv länger verzichten. Kingsley Coman, Sinnesmosebandriss, steht voraussichtlich bis Ende der Saison nicht zur Verfügung. Die Diagnose war für Heynckes äußerst bitter, sein Ausfall ist ein herber Verlust für uns. Wir müssen das im Mannschaftsgefüge auffangen, aber 1:1 ist Kingsley nicht zu ersetzen. Kingsley Coman erleidet einen Sinnesmosebandriss. Getty Images. James unter Heynckes gesetzt. Bei Real Madrid hat James Rodriguez auf sehr Position bereits gespielt. In München ist das laut seinem Coach allerdings keine Alternative, er ist kein reiner Spieler für Außenpositionen. Dafür ist der kolumbianische Ballkünstler in seiner zentralen Rolle unverzichtbar geworden. Er kann einmal einen Fehler machen, er ist gesetzt, bekannte sich Heynckes zu dem Mittelfeldspieler. Heißt im Klartext, Frank Ribéry ist auf links wieder erste Wahl, wenn er denn in Form ist. Mit dem Franzosen habe der Trainer Routinier zuletzt zwei längere Gespräche gehabt, denn das war nicht der Ribéry, den ich kenne, auch vom Kopf her. Anführungszeichen. Heynckes, traue Ribéry und Robben Top-Leistungen zu. Trotzdem kann Heynckes den 34-Jährigen guten Gewissens mit den kommenden, anspruchsvolleren Aufgaben betrauen, er ist mit den Emotionen zu ganz großen Leistungen fähig. Ich traue ihm wie Arjen Robben ANM. Brett, bis zum Saisonende Top-Leistungen zu Arjen Robben und Frank Ribéry. Getty Images. Ende April werde man über Zukunft der alternden Bayern-Größen entscheiden. Hummels als Führungsspieler in der Verteidigung zeigt Formkurve derweil nach oben. Mats Hummels nennt der Fußballlehrer wegen dessen Außenristpässen liebevoll Frank und spielt dabei auf keinen geringeren als Kaiser Beckenbauer an. Neben seiner Rolle im Spielaufbau sieht ihn sein Trainer als Führungsspieler. Dein Wort hat Gewicht, hat er ihm deshalb gesagt. Die Wechselgerüchte um Robert Lewandowski stellt für Heynckes derweil keinen Stolperstein auf dem Weg zum Champions League-Titel dar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern da mit sich reden lässt. Und Streichler, Dembele oder Aubameyang. Der Spielerversteher machte klar, so weit würde es beim FC Bayern nicht kommen. Video: Rafinha vor dem Aus. Diese Youngster hat Bayern rechts hinten auf dem Zettel.